Stunde. Wir möchten weitergehen mit unserem Thema über ein bibelgläubiges Manifest oder ein anti-intellektuell Manifest, wo nicht das Gehirn eines Menschen, doch Gottes Heilige Schrift der zentrale Punkt ist. Und nun ist natürlich die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben in die ersten drei Lektionen: Wie sind dann die wirklichen Wissenschaftler, gottesfürchtige, weise, in Gottes Augen bibeltreue Wissenschaftler oder eigentlich Bibelstudenten? So soll ich mich selber bezeichnen, als eine ewige Bibelstudent. Und die größte Wahrscheinlichkeit, um einen wirklichen Bibelstudent oder Wissenschaftler zu finden, ist unter die Kommentatoren. Es ist unmöglich, um mehr als 31.000 plus Versen einen Kommentar zu geben, ohne dass man wirklich untersucht tut über die Worte in diesen Versen. Manche versuchen sich einen Weg zu bluffen, wenn man nicht einen Vers versteht, wie Dümmeloff zum Beispiel, zur griechischen Hebräisch zu gehen oder eine neue Version zu nehmen, im Prinzip ein katholischer Text. Aber Leute, die wirklich viel studieren müssen, ist zum Beispiel die Männer wie John Peter Langer in seinem Kommentar, Adam Clarke in seinem Kommentar, Martin Luther in seinem Kommentar. Die Männer haben wirklich viel studieren müssen, um einen Kommentar zu geben über Gottes Worte in einem Kapitel, Kapitel nach Kapitel, Buch nach Buch, in die Heilige Schrift von 66 Büchern. Das heißt, wenn man wirklich einen Kommentar auf die Schrift geben möchte, muss ein echter Wissenschaftler nicht allein bekannt sein mit Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, plus Lateinisch, Arabisch, Koptisch, aber auch gegründet sein in biblische Archäologie, biblische Gewohnheiten, Theologie, Textkritik, tiefere und hohe Kritik, Manuskriptbeweise und so weiter. Und natürlich bekannt sein mit anderen Kommentatoren und Auslegungen. Und was sehr wichtig ist, was fehlt in, ich würde sagen, in 99% aller Kommentaren, ist eine persönliche Bekanntschaft mit den praktischen Aspekten von Evangelisation, Straßenpredigt, Mission, Gemeindegründung, Gemeindebau, Missionare, Martyre, Gemeindeleute, Bibellehre, Jüngerschaft, Nachsorge, Gemeindegeschichte, persönlicher Umgang mit Gott in schweren Situationen, die ab und zu die Existenz oder die Lebensexistenz eines Menschen angreifen, und pastorale Arbeit jahrelang. Wissenschaftler sind nicht immer gute Prediger. Die manche sind nahe mit einem kurzen Blick. Und die meisten folgen Christus von einer großen Distanz. Ich möchte in den kommenden Minuten die meiner Meinung nach drei größten biblischen Wissenschaftler erwähnen, die gelebt haben. Und diese Männer haben viel Zeit in der Heiligen Schrift verbracht, das heißt in die deutsche und oder englische Heilige Schrift. Die zwei Bücher, die die Macht von Rom gebrochen haben, letzte 500 Jahre in Nordwesteuropa. Und diese Leute kann man nicht verwirren mit Leuten wie Hengstenberg, Delitzsch, Salmond, Randall, Hackett, Alford, Hort, Eberhard Nessler, Erwin Nessler, Kurt und Barbara Alland, Metzger, Schaff, Tischendorf, von Gebhardt, Knapp. Hislop ist nicht einer, obwohl Alexander Hislop ein Wissenschaftler war und ein großer, und er war nicht ein biblischer Wissenschaftler, aber seine Arbeit von Babylon nach Rom ist absolut das definitive Werk über das theologische System und der Ursprung, die Wurzeln von der römisch-katholischen Kirche bis die Entrückung. Er ist nicht anerkannt bei vielen Leuten, das ist auch überhaupt kein biblischer Wissenschaftler. Aber die Wissenschaft ist viel besser als das von Warfield und West und Sodiades und Machen und Torrey und Riley und Brothers und Carroll und MacDonald. Philipp Schaff war wirklich ein großer Wissenschaftler, ein Schweizer aus Chur, und er war sicher nicht ein biblischer Wissenschaftler. Das Haupt von der amerikanischen Version von der Korruption von englischer King James Bible in 1901, der amerikanische Standardversion Komitee, und er war verbunden mit dieser Hure auf den sieben Bergen, die Hislop entdeckte. Wenn es kommt zu einer Geschichte, war Philipp Schaff ein Genie.
Und ebenso ein bisschen große Wissenschaftler wie Geisler, Kurz, Mosheim, Daubigny, Pliny, Latourette, Froome, Meunier, Dollinger und noch 12 anderen. Und es kam zur Kenntnis vom Buch, genauso wie Robert Dick Wilson, A.T. Robertson, Edward Hills, waren ebenso blind wie ein Fledermaus, die zurückfliegt. Philipp Scharf lebte zwischen 1893, war ein Wissenschaftler. Keine Zweifel darüber, kann man in achter Teile sehen von Geschichte der christlichen Kirche. Und es ist ein wenig ein wahrer Wissenschaftler an der Arbeit, ein Buchwurm, die minimal 10 Stunden pro Tag Dinge untersucht hat, kollationiert hat. Und wenn man seine Referenz ausgibt, man Luthers persönlichen Leben, die arianische Kontroverse, dann bin ich von Maria im Mittelalter, pelagische Kontroverse, Theologie von Johannes Höss, der Lehre der Transsubstantiation. Und da gibt es eine Liste von Quellenangaben, die Hälfte ist von Material, worüber er schreibt. Das sind Bücher, Briefe, offizielle Dokumente, Polemiken, Apologetiken von 1500 bis 1800. Und manche Werke sind geschrieben in Französisch, Latinisch, Griechisch, Koptisch, Arabisch, Syrisch, viele in Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch. Neben die 8 Teile der Kirchengeschichte hat Scharf noch geschrieben die Glaubensbekenntnisse des Christentums, die theologische Propadeutische, eine Hilfe für das griechische Testament und die englische Version, King James Bible, und dann noch 25 Teile von den Nicäischen und Postnicäischen Vater plus langes Bibelwerk und eine vierteilige Serie über die international illustrierte Kommentar auf das Neue Testament. Nun ist natürlich die Frage, war Philipp Scharf ein christlicher Wissenschaftler? Nun, ihr Bekannte zu glauben in die Glaubensartikeln von dem Glaubensapostolischen Glaubensbekenntnis, aber das hat jeder Katholik und Protestant bekannt in den letzten 400 Jahren. War er ein biblischer Wissenschaftler? Nun, wenn du meinst, hat er studiert, was er glaubte, oder meinst du, hat er darum gespielt, mit dem, was er nicht glaubte? Durch die letzte Frage bekommst du ein definitives Antwort. Philipp Scharf war ein römisch-katholischer Anti-Bibel-Dummkopf. Es gibt viele hunderte Kinder in freievangelischen Gemeinden, die die Bibel besser kennen als Philipp Scharf, die das die 60 Jahre darüber geschrieben hat. Er schreibt 8 Teile von der Kirchengeschichte. Das ist nicht eine Geschichte von der christlichen Gemeinde, das organisierte, bekennende Christenheit. Die Gemeinde, welche sein Leib ist, ist nicht das Thema von der Geschichtsschreibung von Philipp Scharf. Noch die neutestamentliche Gemeinde, das Thema von Philipps Kirchengeschichte. Er hat niemals gehört zu einer neutestamentlichen Gemeinde, ein Tag in seinem Leben. Er gehörte zu der deutschen reformierten Kirche. Und sein Vernunft wurde zerstört an den Universitäten von Tübingen, Halle und Berlin durch Bauer, Schmidt, Müller, Tolluck, Neander, Godet und Monod. Keiner hat eine andere Person zu Jesus Christus geführt in seinem ganzen Leben. Wenn sie Christen waren, und 6 von ihnen haben niemals ein Zeugnis hinterlassen, dass sie, wo und wann sie errettet wurden durch den Glauben an Jesus Christus Blut, haben sie blutige Hände gehabt und haben den Herrn sehr weit von Distanz gefolgt und waren also eine Gruppe von kurzblickigen Narren. Die Weise dieser Welt ist Torheit bei Gott. Nun, du hast schon 390 Namen von sogenannten Wissenschaftlern bekommen. Und diese 3, die ich gerade erwähnen werden soll, sind nicht in diese Listen. Die Weisheit dieser Welt ist das, was das Curriculum von jeder christlichen Universität, Seminarium, College in Deutschland, Nordwesteuropa, Amerika und England macht. Die Schule glaube in relative Wahrheiten, pragmatisch Humanismus oder christliche Wissenschaft als die schlussendliche Autorität. Für diese Institutionen sind die Schätze, die Weisheit und Kenntnis nicht in den Herrn Jesus Christus. Sie werden gefunden nach ihren Gedanken in Untersuchungen, Kollationierungen von bekennenden Christen, die Intellektuelle sind und das Buch richten. Das ist eigentlich die Idee von Deutsch-Rationalismus, der unerlöste Ratio eines deutschen
Jeder Mensch, aber unabhängig, ob er von neuem geboren ist oder nicht, ist fähig, die Schrift zu richten und zu beurteilen und zu ändern nach das Wohlgefallen von diesem unerlösten Gehirn. Ich habe schon mehr als 50 Namen von Männern gegeben, die daran ihr Leben gegeben haben. Die Hälfte ist möglicherweise errettet. Keine waren paulinisch. Es gibt eine sogenannte paulinische Obsession. Und das bedeutet, dass ein Prediger oder ein Prophet im Komplex intellektuell anfängt zu beherrschen. Sie werden größer und größer in ihre eigenen Gedanken und denken, sie sind hier nun Botschafter Gottes im Sinne von, dass aus seinem Munde und Gedanken Gottes Worte fortkommen. Das ist so gut in Beethovens 9. Symphonie. Der Künstler, Musiker, Philosoph, Schreiber, Geschichtsschreiber, Wissenschaftler muss Gott spielen. Jeder orthodoxe Abfällige von Eusebius bis Donald Waite und jeder abfällige Fundamentalist von Origenes bis Bob Jones 4., 5. und 6. versuchen zu tun, als ob sie und ihre Freunde Paul wie Paul sind. Sie tun, als ob sie auf die Straße predigen, als Mann, das Buch Glauben als Mann, aber sie predigen nicht auf die Straße, sie gewinnen keine Seele. Sie wollen die silbernen Sterne und die Medaille auf ihrem Platz zeigen, ihrem Brust hängen. Aber nichts von einem der Mitglieder von diesem Revision Bibelkomitee von der Luther 2017 oder Revision von der Zürcher oder Elbefelder, gute Nachricht, Hoffnung für alle Elbefelder, die Einheitsübersetzung, kommt mal in die Nähe von ähnlich sein in Paulus, in seinem Charakter, Ziele, Motivation, Plan, Predigt, Glaube, Lebensstil, Resultate und Widerstand. Eine Diskussion darüber findest du in der Einführung in die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde. Wir haben darüber Lektionen gemacht von, glaube ich, viermal 16 Wochen, glaube ich. Und Sie können das finden in unserem Kirchengeschichte-Kurs. Christliche Kollegen und Seminarien sind stolz auf ihren Intellektualismus. Sie nennen es hohe akademische Standarden. Da wir bestimmte Leute, die nicht ganz durch sind, Sexperverse sind und der Presse nennt Hure Hustlers. Und destruktive Bibelkritiker werden genannt anerkannte Biblizisten. Die Presse nennt Hure Swingers und Great AIDS. Nun, es ist heute viel einfacher, um Material zu versammeln wegen Computer und Internet. Doch du musst all dieses Material zusammen versammeln auf deinem Büro. Es gibt wichtige Werke, ausgegeben von Erdmans, Baker und Zondervan, wo die Schreiber im 21. Jahrhundert eine Menge Material zusammengebracht haben, das man nützen kann. Manche von diesen Schreibern sind von neugeborenen Leuten. Nun, was wichtig ist, wofür du aufpassen musst, diese studierenden Intellektuellen unter ihnen schnell jede Wissenschaftler klassifizieren als, wovon sie hochdenken, als ein Christ, ein gesüchter Papst heute, die dem Menschen Sünde ist. So möchten sie ihre eigenen Gottheit, Göttlichkeit schützen. Sie möchten nicht, dass du denkst, dass du Gemeinschaft hast mit biblischen Hunde und Schweine, wie erwähnt in 2. Petrus 2, 22. Weil diese Leute, in 2. Petrus 2, sind alle Lehrer und Propheten, religiöse Wissenschaftler. Und es gibt es viele in diesen christlichen Kreisen. Jeder destruktive Kritiker der Bibel, die den Namen Christi nannt, war göttlich. Payne, Brunner, Brokenshire, waren man ja ein wenig wissenschaftlich waren, aber sich nicht vom Kaliber von Nestle und Alland, Kurz, Mosheim, Bullinger, Schaaf, Meunier, Latourette, Morris und Wilder Smith. Wilder Smith in seinem Buch Therefore Stand war nicht ein Wissenschaftler, auch nicht B.B. Warfield. Sie haben gute apologetische Werke geschrieben, das tun eine Menge Leute.
Jeder kann eine Kritik schreiben über zwei, drei Werke von einem anderen und das Kommentar von einem anderen nützen. Leute, die Menschen folgen und Menschen gefallen, anbeten Menschen, haben nicht immer das biblische, wissenschaftliche Herz. Ein wahrer biblischer Wissenschaftler ist interessiert, in biblische Wahrheit rauszufinden. Nach Johannes 17, 17, Johannes 14, Vers 6 und vergiss niemals Johannes 16, 13. Ein wahrer Wissenschaftler, die wird nicht weggenommen oder verführt durch die Rezeption von Lucianus, ältere, bessere Manuskripte, Affirmative Action, schwarze Löcher, Immaculate Conception, Detente und Glasnost, Friede auf Erden, intrinsische Wahrscheinlichkeit, traditionelle theologische Interpretationen, Auslegungen, nach das Vorhinschauen zum Kreuz, wenn es nicht Herr von allen, ist er nicht Herr überhaupt nicht, näher an die Originale, die nicht zur Verfügung stehende originale Autographe, die Endlösung, der Krieg gegen Armut, Erdetag und Wissenschaft von moderner christlicher Schule. Unsinn. Hier haben wir das größte Problem. Expositor Greek New Testament von Nicol, sicher, biblische Wissenschaftler, also kein biblischer Wissenschaftler, aber ein Wissenschaftler, und der Theological Dictionary, theologisches Mittelbuch des Neuen Testaments von Gerhard Kittel. Absolut Wissenschaftler, 10 Teile, alles zusammen 8000 Seiten. Aber, dieses wissenschaftliche Werk erzählt uns, dass es keine Rettung gibt im Blut des Herrn Jesus Christus. Nur in seinem Tod und Sterben. Christi Blut war genau wie dein Blut. Das war die christliche Wissenschaft, die John MacArthur, und das wieder aufgemacht von Timur, einer Dallas Theological Seminary Graduate aus Texas, an die Seite geschoben hat. Das ist so biblisch aus die Publikationen von den Jehovas Zeugen und den Mormonen zusammen. Waren die Schreiber von diesem theologisches Wörterbuch errettet? Wer weiß das? Jeder Wissenschaftler hier im 21. Jahrhundert ist relativ faul, da ich mal herausfinden möchte, ob diese christlichen Wissenschaftler überhaupt errettet sind nach der Heiligen Schrift, nach der Definition der Heiligen Schrift. Ich habe schon mehr als 100 Leute gegeben in diese kurzen Lektionen, die verbunden sind mit der Zerstörung von Luthers Heilige Schrift und Authorized Holy Scriptures in English. Es gibt kein christlicher Wissenschaftler, lebendig oder tot, die den Mut hat, um diese Männer zu untersuchen. Die eine Gruppe nennt sich göttlich, andere Gruppe wird genannt ehrbar, andere wird liberal genannt, andere wird modern genannt, abhängig wer schlussendlich sein Gericht ausspricht, um ihre eigene göttliche Gruppe zu unterstützen. Aber kein Wissenschaftler hat die Mut, um eine These zu schreiben über die Rettungserfahrungen von Menschen, die diesen Narren aufgestellt haben, die die moderne Bibel produziert haben, von Elbefelder, reformierte Elbefelder, Schlachter, reformierte Schlachter, Schlachter 51, Schlachter 05, 1905, Schlachter 2000, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Luther Bibel 2, Probebibel 1912, 1914, 1956, 64, 84, 2017, Revision der Zeugebibel im 21. Jahrhundert, eine Menge Bibel. Wenn es kommt zur biblischen Rettung, gibt es eine Verschwörung unter den Mitgliedern der alexandrinischen Kult, um nicht Teile zu publizieren von biblischer Rettung von diesen Wissenschaftsunion-Leuten. Kein Monogramm wurde publiziert. Kann dieses geschrieben von Origenes Zeit, 200 nach Christus, bis St. Hodges oder Kurt Holland. Diese göttlichen Wissenschaftler waren so stille, 700 Jahre lang, als alle Atheisten, Agnostiker und Katholiken. Ab und zu tun sie, ob sie militant sind, und sie attackieren einen Modernist. Oder sie geben die Namen von einem Ungläubige, die die Fundamenten des Glaubens verneint, aber keine Untersuchung oder Korrelation wurde gemacht von der biblischen Rettung von diesen anerkannten Wissenschaftlern. Und es kommt zu zwei Punkten von neutestamentlicher Rettung. Erstens, die persönliche Erfahrung von einem biblischen Wissenschaftler in Beziehung zu einer neuen Geburt
und eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Heiland, der Herr Jesus Christus. Und zweitens eine Beschreibung von den christlichen Versuchen, um andere Sünder zu gewinnen, zu einem persönlichen rettenden Glaube, den gleichen Heiland, wodurch sie errettet wurde, nämlich Jesus Christus. Die meisten moderne Christen möchten ihre Sünde rechtfertigen, also aus der Schrift, also die Schrift korrigieren, und die Sünde von ihren Mitarbeitern und nehmen einen Mann wie Spurgeon oder Torrey, jemand, der Seele gewinnen hat. Und nochmals, der Dienst ist nicht ähnlich wie der Dienst für viele Leute heute. Und Problem ist, dass Spurgeon und Torrey kein Wissenschaftler waren. Spurgeon war ein Baptistenpastor, die Predigten publizierte, und Torrey war ein interdenominaler Evangelist, die 2-3 praktische devotionale Werke publizierte. Spurgeons Schatzkammer von David ist ein Kommentar vor allem von anderen Predigern, kein Wissenschaftler. Und wenn ein wirklicher Wissenschaftler eine Meinung äußert, ist es meist nichts anderes als irrationellen Unsinn. Das amerikanische Fundamentalismus und das englische Fundamentalismus kennt eigentlich niemals einen wichtigen Wissenschaftler. Wie Robertson und Philip Schaff zum Beispiel. Die eine Person, gibt es was über diese hohe christliche Ausbildung, das so nicht biblisch ist oder antibiblisch ist, wenn es kommt zu persönlicher Rettung oder andere zu persönlicher Rettung zu führen? Man versteckt sich oft hinter Leute, die von neu geboren sind und die Heilige Schrift, Reformationsbibel, Englisch oder Deutsch korrigieren. Und man sagt, ja, aber Spurgeon hat es getan und so hat es getan in seiner alten Natur. Das kommt meistens von Leuten, die keine Seelengewinner sind oder von Pseudowissenschaftlern, die denken, dass sie Wissenschaftler sind, aber niemand zu Jesus Christus gewinnen. Das sind die Tatsachen. Nun möchten wir einiges sagen über den Feind von Wissenschaftlern. Und ich vermute, in diesem Manifest denkst du, wenn du erwachsen genug bist, um diese schreckliche Wahrheit gerade aufzunehmen, dann sollst du auch genug Charakter haben, um Folgendes anzuhören. Statt eine unendliche Liste von betrogenes, selbstrechtfertigende, nicht fruchtbar tragende Christen, lassen wir 11 Verse aus der Heiligen Schrift nehmen, wovon die meisten Wissenschaftler versuchen, sie aus der Schrift zu radieren, zu ändern. Und lassen wir das mal anschauen miteinander. Die Bibel sagt, ist mein Wort nicht als ein Feuer, als ein Hammer, die die Felsen zerschmeißt, in Jeremia. Ein Hammer kann dein Arme, dein Bein brechen, jede Bein in deiner Hand oder Fuß brechen, dein Schädel einschlagen. Das geht auch vom Wissenschaftler, ein rettender Wissenschaftler. Wie soll ein wahrer Wissenschaftler auf folgendes Vers reagieren, was er ganz klar in seiner eigenen Sprache, nicht Griechisch oder Lateinisch, vor sich sieht? In Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und durchdringend, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und es ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Die Wir ist nicht die unerlöste Wissenschaftler, die unerlöste Liberale oder deutsche Rationalist, unerrette Atheist, Humanist, Agnoste. Der Wir ist eine errettete Person, die diesen Brief schreibt. Das sind die wahren Aussagen Gottes. Die Worte der Wahrheit. Höre, irgendein Ohr zu hören, höre die Worte der Weisheit. Und wende dein Herz an Kenntnis, habe ich dies nicht geschrieben, in Raten und Kenntnis,
dass du die Sicherheit dieser Worte der Wahrheit aufnehmen könntest. All die Worte meiner Mund sind in Gerechtigkeit, da ist niemand, nichts Böses und Ungerechtes darin. Also diese Versen am Ende von jedem Buch schreiben, das von einem Autor in diesem Buch erwähnt wird, warum nicht? Was sollst du denken von einer Wissenschaftler, die nicht einen von diesen Versen glaubt? Gehen wir zum anderen Vers, den 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 13. Darum auch, wir ohne Unterlass Gott danken, dass ihr, da ihr empfinget von uns das Wort Göttliche Predigt, nahmt sie auf nicht aus Menschenwort, sondern, wie es dann wahrhaftig ist, aus Gottes Wort, welches auch wirkt in euch, die ihr glaubt. Die Worte, die ich spreche, sind Geist und Sinn, Leben, sagt er in Johannes 6. Ihr ist von Gott, die Gottes Worte hört, aber ihr seid nicht, ihr hört sie nicht, weil ihr nicht von Gott, aus Gott seid. Kannst du dir vorstellen, was das Wort Effekt hat auf eine christliche Wissenschaftler, die gerade 1. Mose 6, Vers 5, die letzten vier Worte rausgeschmissen hat. 1. Mose 6, Vers 10, über die Geiz, der Wurzel alles Übels geändert hat. Über 2. Korinther 2, Vers 17, über die Warnung, um Gottes Wort nicht zu ändern oder zu verfälschen. Römer 1, Vers 18 und 25, um das Wort Gottes nicht zu ändern und keine Lügen daraus zu machen. Die moderne evangelikale, konservative Pastoren, Leute in Gemeinden sind so lang ausgestellt an bibelkorrektierende Lügner, dass sie vergessen haben, den Einfluss von diesem alten deutschen Heilige Schrift oder King James Bibel. Man vergisst, dass es einen Einfluss hat auf Lügner. Viele von diesen destruktiven Kritikern haben sich gestellt mit einem Hass gegen die Heilige Schrift auf Deutsch. Und sie haben ein Ziel, ein Lebensziel, das Buch rauszubringen, zu zerstören. Aber sie haben doch vergessen, dass die deutsche Heilige Schrift Folgendes tut mit diese Abfälligen. Es konnte ihre innerliche Sache durchbohren, ihre Beine brechen, ihre Hose verbrennen, ihre Motivation richten, jede falsche Meinung widersprechen, ihre individuelle Sünde auszeichnen und richten und Gericht ausüben, wenn eine Person die Heilige Schrift revidiert, kollationiert, untersucht und vor allem, dass es ihr eigenes Leben untersucht. Ich habe es nicht vergessen, die letzten 30 Jahre. Ich weiß, dass das Buch tun möchte. Ich weiß, dass das Buch an mir hat getan. Ich weiß, dass das Buch an jedem Mensch tun kann. Ich habe es mehr als 20 Mal pro Jahr gesehen, die letzten 30 Jahre. Ich habe gesehen, dass Wissenschaftler aufgehängt wurden durch die Heilige Schrift. Wir gehen so weiter. Der Grund, warum alle Intellektuellen, errettet oder verloren, das Buch nicht alleine lassen, ist, weil das Buch ihnen nicht allein lässt. Es hält sie in einer emotionalen Panik. Das Buch ist lebendig, es hat der Atem von der allmächtigen Gott, Gottes Odem, haucht darüber. Er ist der lebendige Gott. Können Sie nachschauen, Jesaja 42 bis 48. Was überhaupt nicht wichtig ist, sind Sachen wie anerkannte Wissenschaft, alte und bessere Manuskripte, originale Autographe, dynamisch Äquivalent und former Korrespondent, Kommunikatoren und Rezeptoren, Antepanelt und Focus Shivas, jüdische Skriptum und Epsilon Kontrakt Verben, Hatef Kemetz und Segol, Spien und Puel, Genitiv Absolut, Infinitiv Konstrukt, Stele und Wadis, Tote See, Rolle, Kodizes in Vellen, Bob mit Papieren, Alexander Westliche Familie, wörtliche Inspiration, historische Positionen, alles Quatsch. Das sind nur Dinge, wo du ein bisschen ein Geld verdienen kannst, ein Geschäft machen kannst.
Terminologie von Geschäftsleute. Das Problem war das Buch ist lebendig. Und das bringt die Wissenschaftler vollkommen emotional durcheinander. Das Buch greift Leute an. Die erste Gruppe, die es immer attackiert, sind Wissenschaftler, die befragen, was Gott sagt. Das sehen wir in Jesaja 28, Jesaja 29, Sprüche 22, Sprüche 24, 1. Korinther 1, 2 und 3, 1. Mose 3. Ja, sollte Gott gesagt haben, sagte die Schlange, und Lukas 11. Es greift alle Narren an, die spielen mit Gottes Worten. Eva möchte gerne Kenntnis haben, so sie kann das Verstand Gottes kennen, 1. Mose 3. Und die meist wissenschaftliche Art und Weise, um das Buch loszuwerden, oder diese biblische fundamentale Wahrheit loszuwerden, ist zu tun, als ob 1. Mose 1, 2 und 3 Urgeschichte ist. Das ist genau wie die höhere christliche Wissenschaft es bedenkt. Das war die Position nicht nur von Origenes in 200, aber auch von West Gordon 1880 und das von Tischendorf und Eberhard Nestle und später Ebbe Nestle und Rudenbarbe Alland im 20. Jahrhundert. Der Papst und das Vatikan nehmen die gleiche Position ein. 1. Mose 3 ist nicht buchstäblich in Zeit und Raum Geschichte geschehen. Deswegen ist 1. Mose 3 für uns nicht so wichtig. Die schreckliche Wahrheit ist, dass jeder Intellektuelle auf Erden weiß, dass das Buch gegen ihn ist. Er weiß es instinktiv. Es hat niemals auf Erde gegeben, einen Retter oder verloren, als Sünder, mit Aspiration, um einen Wissenschaftler zu bekommen, der nicht spürt, dass das Buch ein Riesenstolperstein für ihn ist. Ist nicht nur ein großer Feind, aber die Heilige Schrift war Deutsch, Luthers Heilige Schrift und Englisch die King James Bibel, ist die treibende Kraft für alle wissenschaftliche Ausbildungs- und wissenschaftliche biblische Aktivitäten, die die letzte nach 500 Jahren gedruckt sind. Jede intellektuelle Aktivität heute, inklusive New Age humanistische Versuche, alle biblischen Untersuchungen, alle Theorien von Physici und Astronomen, alle Programme in öffentlichen Schulen, alle Programme, die alle Völker der Welt zueinander bringen möchten, ist eine Reaktion, Antwort auf den Inhalt von der Heiligen Schrift von Luther. Diejenigen, die es nicht glauben, nicht sehen, sind diejenigen, die nicht den Inhalt von der Heiligen Schrift kennen. Ich weiß vielleicht nicht den Inhalt von vielen Büchern, aber ich kenne den Inhalt von diesem Buch. Oder das Buch ist, kann einen direkten Stress geben, jedes Mal eine intellektuelle Person dieses aufnimmt. Das kann ein Retter oder verloren sein, katholisch, protestant sein, jüdisch, buddhistisch sein, liberal, modernist, evangelikal, atheist oder evolutionist sein. Man hat Geologen, die 50 Jahre ihres Lebens versucht haben, 1. Mose 1, 2 und 3 zu verneinen. Idi mit Paläontologen, Archäologen, Chemici, Biologen, Zoologen, Astronomen. Das New Age Humanistische Manifest ist gegründet auf dem Glauben, dass Jesus Christus und Mose beide Lügner waren, also nicht wissenschaftlich waren, betrogene, verführte Heiden waren, deswegen eliminiert werden müssten. Jeder hebräische wissenschaftliche Wissenschaftler in die größte Schule in Deutschland soll direkt keinen Job mehr haben. War es nicht von der dauernde Verlangen, um ein Buch loszuwerden. Es ist nicht ein Revidierter Luther oder ein Zürger, es ist der Heilige Schrift von Luther. Das Lebenseinkommen von 6.000 bis 10.000 ausgebildeten Intellektuellen hängt davon ab, um sich gegen die Bibel zu stellen. Die Bibel, die Heilige Schrift, kontrolliert diese Welt. Inklusive Dosen, die es hassen, ablehnen, ändern, verleugnen, lächerlich machen, zensurieren, verbrennen, pervertieren und ignorieren. Alle Kredit geht zu diesem Buch. Für alle Wissenschaft, von jedem Wissenschaftler, die in diesem Buch erwähnt worden ist. Jeder der Männer hat dieses Buch attackiert. Hat er eben mit Glaube oder Unglaube geantwortet.
es lächerlich gemacht oder mit Ehre hereingekommen, akzeptiert oder abgelehnt, aber nicht gleichgültig. Die Heilige Schrift von Luther war schon in 400 Sprachen übersetzt, bevor die Revision Ende 19. Jahrhundert. Und der Rest des Neuen Testaments ersetzt wurde mit einem römisch-katholischen Minderheitstext aus Alexandria, Ägypten. Jeder deutsche Wissenschaftler zwischen 1700 und 1900. Jeder französische, italienische zwischen 1700 und 1990. Jeder amerikanische, englische Wissenschaftler zwischen 1700 und 1990 oder 2021. Jeder spanische und belgische, polnische, niederländische, russische Wissenschaftler zwischen 1700 und 2020 hat Zugang zu der Heiligen Schrift von Luther, der holländischen Reformationsbibel, der englischen King James Bibel. Es gibt keinen wahren Wissenschaftler auf Erde, der nicht Zugang hat zu einer Kopie von der Heiligen Schrift. Römer 1, 1. Mose 3, Sprüche 13 und 18, Prediger 12, Jesaja 28, 29, 1. Korinther 1 bis 3, Offenbarung 19 bis 22, Johannes 18, genau vor deinem Angesicht. Sie haben gespürt, dass im Moment, dass sie die Worte des Buches lesen, war es ein Gegner. Es musste eliminiert werden. Jede deutschsprachige, deutschlesende, deutschschreibende, unerredete Wissenschaftler, Philosoph, Astronom, Regierungsdiener, Physiker, Biologe, Professor, Astronaut, sein Leben lang daran gewendet, wenn er ein Wissenschaftler ist, um die englische, also englische Beschreibung von 1. Mose 1, 2 und 3 oder deutsche Schreiben zu widerstellen. Das Buch bestimmt ihr Ruf. Jeder griechische und hebräische Lehrer, Bibelrevisor, Lexikographiker, Manuskriptenbeweis, Textkritiker, Professor gibt sein ganzes Leben lang, um die folgende Passage loszuwerden: 1. Mose 6, Vers 5, 9 und 10 und 20 speziell, falsch genannte Kunst, Apostelgeschichte 20, 28 über das Blut Jesus, das Blut Gottes, 2. Korinther 2, 17, die Wichtigkeit, dass man damals in den Tagen von Jesus schon das Wort verdreht hat, korrumpiert hat. Und dann haben wir natürlich die Referenzen in Römer 1, Vers 18 und 25, Job 41, Jesaja 34, Markus 16, die Drachen, Einhörner, Satire, Ohrringe und das Laien und Studieren und Hölle und so weiter müssen alles weggetan werden. Dreck, Philipper 23, muss weggetan werden. Sein Lebensruf ist, um den Glauben von deutschsprachigen Leuten zu zerstören in die Heilige Schrift. Das ist sein Lebensruf. Die gut für bezahlt in der Bibelschule oder der deutschen Schule. Jeder Regierungsdiener, Presseperson speziell, Katholik und Pastor heute, gibt sein Leben daran, zu beweisen, dass 1. Mose 1 bis 12 ein Lügen ist. Das ist die Wahrheit. Vielleicht schwer für euch zu akzeptieren, aber so ist es. Die Bibel sagt, du musst dein eigenes Haus regieren als Mann. Die geht zurück zum Staub. Du musst schwitzen, um einen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Herrschaft des Mannes war beschränkt auf die Erde. Frauen sollten in Pein und Schmerzen gebären. Christen sollten Materialisten sein und die Erde materiell führen. Die Schemiter sind mehr geistlich gestellt, Spiritualisten. Er möchte jede große Religion gründen in der Geschichte. Und das sehen wir auch genau, Offenbarung 1. Mose 9, prophezeit. Was sagt das alte Buch noch mehr? Es sagt noch viel mehr. Es sagt, dass die Nachkommen von Ham die zwei ältere Brüder dienen sollen. Nachkommen von den zwei ältere Brüder. Gott segnet die Völker, die sich kümmern um Abrahams physische Samen. Und das geistige Samen soll aus einer Jungfrau geboren werden. Das Buch kontrolliert die mentalen Prozesse und Aktivitäten von jedem Wissenschaftler, erlöst oder nicht erlöst, auf dieser Erde. Nun muss man schauen, wie viele Wissenschaftler und vor allem Philosophen aufkommen nach Luthers Heilige Schrift. Gott sei wahrhaftig und alle Menschen lügen. Das ist die beste Zusammenfassung. All diese sogenannten bekannten Wissenschaftler
Barr, Pfeiffer, Metzger, Harrelson, Jackman, Clifford, Alden, Stoyan. Was sie Seelen gewinnen? Konnte jemand die Bibel fest für fest gut unterrichten, interessant unterrichten? Überhaupt nicht. Keiner von den Leuten hat die Hälfte gewusst von der Lese von Larkin und Elbel Budiger im Anfang letzten Jahrhundert. Du kannst nicht einen Mann reinlegen, mit außen, wenn er selber einen krummen Arm hat. Was sagen die modernen Wissenschaftler? Was Gutes hier, was Gutes da. Nichts ist inspiriert, nichts ist unfehlbar. Wissenschaftler arbeiten für dich, sodass du die Bibel besser verstehst. Alles ist eine Verbesserung auf die Heilige Schrift von Luther. Nein, es ist eine Verschlechterung. Die schlechte Bibel kommt auf am Ende der Gemeindezeit. Was haben die Leute gesagt, die modernen Übersetzer? Wir denken, dass es das Beste ist. Manche denken, dass es nicht das Beste ist. Manche denken, dass es stinkt. Aber das soll ich nicht selber so sagen in solche Worte. Etwas in der neuen Bibel, etwa einige gute Punkte und andere schwache Punkte. Es ist lehrmäßig bevorurteilt. Es ist nicht lehrmäßig bevorurteilt. Du kannst alle Fundamente darin finden. Nichts ist vollkommen. Keine Bibel ist vollkommen. Eine Übersetzung weiter aus der Luther ist einfach ein Vorausgang. 100%. Ich habe oft diese destruktive Kritiker angehört. Sie bekommen Geld, weil sie die Bibel attackieren. Alle Leute, die ich zitiert habe, waren neugeborene Christen. Ja, sage ich dann alle Clowns nicht im Kreisel oder im Zirkus. Wenn wir biblische Wissenschaften anfangen zu untersuchen, sollen wir immer einen Gedanken haben, dass jeder biblische Wissenschaftler, der nicht aktiv versucht, eine Person zu Jesus Christus zu führen, Christus von Weitem folgt mit blutigen Händen und schuldig ist eine Narrheit, ein kurzblickiger Narr und ist wahrscheinlich ein großzügiger Lügner, der dazukommt. Nun, ich möchte es hier behalten und möchte nächstes Mal weitergehen mit dem Thema eine Handvoll von biblischen Wissenschaftlern. Absolut wichtig, dass sie nicht verführt werden durch Wissenschaft, aber ihr Vertrauen vollkommen setzen auf die Heilige Schrift, den Herrn Jesus Christus. Wer an ihm glaubt, der hat das ewige Leben. Möge Gott euch segnen.